Moin moin und hallo, wir sind der Parkour Creation e.V. Wir sind hier in Hamburg, wo wir Norddeutschlands erste Parkourhalle bauen. Wir sind sehr stolz darauf, Teil des Deutschen Integrationspreises zu sein und stellen euch unser Projekt jetzt einmal vor. Hier im Oberhafen entsteht im Moment ein einzigartiges Kreativquartier. In dem ehemaligen Güterbahnhof eröffnen wir im Sommer 2017 die Halle, das Parkour Creation Center Oberhafen. Dahinter verbirgt sich die erste Halle für Parkour und Freerunning hier im Norden, die aber viel mehr sein wird als eine bloße Turnhalle. Unsere Vision ist eine Sport- und Kulturstätte für Groß und Klein, ein Begegnungs- und Bewegungsraum, in dem unabhängig von Herkunft und Hintergrund gemeinsam Sport getrieben, gelacht und gespielt werden kann. Die Halle für alle. Beim Parkour werden Mauern zu Wegen und Hindernisse zu Möglichkeiten. Die Stadt wird zum Spielplatz, Regeln und Grenzen sind nur durch die eigene Kreativität gesetzt. Nur einen Katzensprung vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt, können wir der immer weiter wachsenden Parkour-Szene jetzt endlich ein Zuhause geben. Das Herzstück der Halle ist in Hamburg einzigartig. Ein Parkourpark mit festen und mobilen Hindernissen, Stangen, Matten und allem, was das Parkourherz so begehrt. Der Alltag in der Halle wird dabei so bunt, frei und abwechslungsreich wie die Sportart selbst. Neben Kursen, Workshops und Veranstaltungen rund um Parkour wollen wir auch anderen Bewegungskünsten einen Raum geben. Parkour ist Kreativität in Bewegung. Deshalb wollen wir in der Halle Kunst, Kultur und Freizeit spielerisch und unkonventionell vernetzen. So bringen wir neue Ideen auf unsere Bühne, wir machen Theater, Ausstellungen und Shows oder man kann einfach mal abhängen mit Freunden und lauter Musik in unserer Sofaecke. Beim Parkour sind alle gleich und der einzige Gegner ist man selbst. Ein besonderes Herzensprojekt sind unsere sozialen Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Und ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit sind deshalb Projekte zur Integration und Inklusion von Geflüchteten, sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Seit 2016 sind wir Stützpunktverein des Deutschen Olympischen Sportbunds im Bereich Integration durch Sport und jetzt auch Anwärter auf den Integrationspreis. In unseren Projekten überwindet die Bewegung kulturelle und sprachliche Hindernisse. Die Halle war und ist ein Herzensprojekt und lebt seit über 3 Jahren von der freiwilligen Arbeit des Vereins und unzähliger Freunde und Helfer. Dabei sind wir unserem Traum schon viel näher gekommen. Dank der Unterstützung verschiedener Stiftungen und der Stadt Hamburg konnten wir so schon erste Hindernisse bauen und anschaffen und haben einiges bewegt. So haben wir die Halle 2015 und 2016 in 2 Testläufen schon vorab eröffnet. In nur 6 Monaten konnten so schon über 3000 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland und weit darüber hinaus in einem sicheren Rahmen Parkour machen. Mit unseren Projekten für Geflüchtete sind wir jetzt nominiert für den Deutschen Integrationspreis und mit diesem Crowdfunding wollen wir die noch fehlenden Mittel für unsere Parkourbühne als Herz des Sportparks sammeln. Dabei zählt jede Spende, denn den Preis gewinnen die Projekte mit den meisten Supportern. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Mit eurer Hilfe können wir hier nämlich unsere sozialen Projekte, unsere Sport- und unsere Theaterprojekte Wirklichkeit werden lassen und Hamburg einen einzigartigen Begegnungsraum geben. Wir hoffen auf eure Hilfe und zählen auf euch. Danke! Seid toll!